Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, im Unterschied zu allen anderen hier will DIE LINKE den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr, Fahren ohne Fahrschein für alle als Antrieb für eine soziale und ökologische Verkehrswende. Dafür werben wir seit Jahren. Wir haben Fachleute zu Rate gezogen, Konzepte entwickelt, Beispiele gesammelt, von denen man lernen kann, in Frankreich, in Belgien, vor der Haustür hier um die Ecke im brandenburgischen Templin. Bisher sind wir hier im Bundestag belächelt worden, manchmal auch beschimpft dafür. Jetzt aber überrascht die Bundesregierung mit der Idee, den Nulltarif in einigen konkret benannten Städten einzuführen, um den Autoverkehr zu reduzieren und die Abgasbelastung. Prima, sage ich. Aber dann war es wohl doch nicht so ernst gemeint, wie ich jetzt gerade höre. Kein Anschluss unter dieser Nummer, kein Konzept, kein Plan und kein wirklicher Wille, glaube ich. Das überrascht mich bei dieser Regierung nicht wirklich. Aber dass auch die Grünen abwinken, das hat mich schon überrascht, und das verstehe ich überhaupt nicht. Dass ausgerechnet der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gegen die Einführung des Nulltarifs auftritt, das verstehe ich schon gar nicht. Und langsam glaube ich, dass eine ökologische Verkehrspolitik wirklich nur mit links geht. Es ist doch super, dass mit diesem Brief jetzt die Tür einen Spalt breit offen ist. Und die Leute wollen, sehen es. 71% der Bevölkerung finden es gut, dass der öffentliche Nahverkehr ab 2020 kostenfrei genutzt werden kann. Umfrage, ja, ganz aktuell im Infratest-DiMAP. Das ist übrigens wesentlich mehr als die Zustimmung zur Großen Koalition. Jetzt kommt es darauf an, diesen Rückenwind auch der Öffentlichkeit zu nutzen. Und natürlich nicht ohne Gesamtstrategie. Ein Hauruck, irgendwas irgendwie machen, das führt natürlich zum Chaos, und es würde dann als Beweis dienen, dass es nicht funktioniert. Der Verband der Nahverkehrsunternehmen VDV hat natürlich recht. Die Kommunen und ÖPNV-Verbünde, die mit einem solchen Nulltarif starten, die brauchen erhebliche Unterstützung. Und sicher, das ist ja auch genau, was wir wollen, werden Fahrgastzuwächse von 25 bis 40% erwartet. Dafür muss Vorsorge getroffen werden, ist doch klar. Außerdem muss man natürlich auch die Bedingungen für Fuß und Fahrrad deutlich verbessern, denn das ist auch eine wichtige Alternative zum Autofahren. Aber das mittelfristige Ziel soll ein bundesweiter ÖPNV-Nulltarif sein und die Halbierung des Autoverkehrs. So könnten wir die klimapolitischen Versprechen einhalten, und wir könnten die Lebensqualität in den Städten wirklich verbessern. DIE LINKE hat dafür einen Stufenplan vorgelegt. Und wir starten mit drei sehr konkreten Paketen. Erstens, los geht's mit Modellprojekten für kostenfreien ÖPNV in 15 Städten. Und zwar in den 15 Städten, wo die Belastung mit Abgasen besonders groß ist. Und diese Städte erhalten 90% Förderung vom Bund, damit sie diesen kostenlosen ÖPNV einführen können ab 2019 unter der Überschrift Gesundheitsschutz geht vor. Zweitens werden 8 Milliarden Euro jährlich als bundesweite Sofortmaßnahme in den Ausbau und für die Verbesserung der Qualität von Bus und Bahn investiert. Da gibt es ja wirklich viel zu tun. Vor allem in den ländlichen Räumen, das wäre der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt sind die Metropolregionen, wo besonders viele Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind. Dichtere Takte, mehr und neue Fahrzeuge, mehr Personal, Qualifizierung und bessere Bezahlung. Das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, die man schaffen muss, damit es wirklich gelingt, mehr Menschen in einen guten öffentlichen Nahverkehr zu motivieren. Und drittens wollen wir ein Bundesprogramm Freie Fahrt für Kinder und Jugendliche mit Bus und Bahn. Alle Menschen unter 18, Schülerinnen, Auszubildende und Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, fahren ab 2019 zum Nulltarif, und der Bund übernimmt die Kosten. Wir können das bezahlen. Das wissen Sie alle. Es ist eine Frage des politischen Willens und der Umverteilung. Allein die Subventionen von Dieseltreibstoff belaufen sich auf 8 Milliarden Euro jährlich, 4 Milliarden Euro Subventionen, Dienstwagenprivileg, und wir fordern
eine Sonderabgabe der Automobilindustrie. Zweckgebunden als Abgabe zur Verbesserung der Luftqualität. 5 Jahre lang jeweils 4 Milliarden. Und wir können das gut rechtfertigen. Im Straßenverkehrsgesetz kann das Feilbieten nicht genehmigter Fahrzeuge mit einer Geldbuße von 5.000 Euro geahndet werden. Wir gehen davon aus, dass mindestens 5 Milliarden nicht genehmigungsfähige illegale Diesel-Pkw verkauft wurden, also rund 25 Milliarden Euro Geldstrafe, die rechtmäßig bei der Automobilindustrie eingetrieben werden müssten. Und Kollegin Leidig, achten Sie bitte auf die Zeit. In eine Abgabe, die klar zielgerichtet ist und wirklich was verbessert für alle Menschen. Das ist das Ziel, das die Linke verfolgt. Mobilität für alle mit weniger Verkehr. Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Gelper für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu seiner